Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir befinden uns in der Raumspalte und im Albtraum von Palkia und wurden gerade, glaube ich, gerettet, bevor Palkia uns umbringt. Habe ich euch endlich gefunden? Oh, hallo, Cresselia. Die sich ausbreitende Dunkelheit hat sogar diesen Ort verschlungen. Es ist sogar rückwärts vorher weggelaufen. Ihr müsst so schnell wie möglich aus dem Weg geräumt werden. Auf jeden Fall, bevor wir endgültig an den Punkt gelangen, an dem alles zu spät ist. Ach, Miri, wir gaben nicht auf. Wir haben getan, was wir konnten. Nach allem, was wir getan haben, war alles umsonst. Waren all unsere Mühen vollkommen umsonst. Seid jetzt bereit für euer Ende? Ach, Cresselia, einen Moment. Sag uns doch eins zum Abschluss, falls wir verschwenden. Wäre die Welt denn wirklich gerettet? Ja, ein absolutes Ja. Die Welt wäre gerettet, daran besteht nicht der Hauch eines Zweifels. Seid ihr endlich zufrieden? Ja, wenn wir es müssen, wenn wir wirklich verschwinden müssen, wenn das die Welt retten wird. Nach all diesen Zeiten und nach all dieser Zeit verliert Baloui seinen Willen. Und auch mir geht es nicht anders. Aber ist das wirklich das absolut richtige Vorgehen? Warte, Cresselia. Ich war blind vor Wut, als ich die beiden vorhin angriff. Aber jetzt, da ich sie sehe, sie scheinen nicht von Bosheit oder Niedertracht getrieben zu sein. In meinen Träumen, Cresselia, bestandst du darauf, dass sie böse seien. Aber sind sie wirklich böse? Was? Das hat es über uns gesagt? In den Träumen von Palkia? Lass dich nicht von ihren Äußerlichkeiten täuschen, Palkia. Wenn wir sie jetzt loswerden, dann sind wir alle gerettet. Dann hat auch Palkia Cresselia in seinen Träumen getroffen. Aber jetzt wird Palkia misstrauisch. Irgendwas stimmt hier absolut nicht. All das basiert auf den Behauptungen von Cresselia. Das reicht. Ich werde euch jetzt beseitigen. Baloui, nicht all die Hoffnung aufgeben. Nehmt das. Ja, genau das ist es. Niemals die Hoffnung aufgeben. Dam, dam, dam. Was? Da ist ein zweiter Cresselia. Dam, dam, dam. Ah. Was ist das hier? Wer ist das? Hervorragend. Ich bin genau rechtzeitig gekommen. Zum Kuckuck mit dir, Cresselia. Mein Plan wurde durchkreuzt, gerade als ich diese zwei Einmischer ein für alle Mal loswerden wollte. Hör bitte zu, Miri, Baloui und Palkia. Ihr seid die ganze Zeit an der Nase herumgeführt worden, von Darkrai dort. Was? Die Cresselia, die ihr bis jetzt zu kennen glaubtet, das war nicht ich. Die Falsche war nichts als eine Illusion von Darkrai. Es war nur ein Trugbild meiner selbst. Was? Die Cresselia, die wir bis jetzt kannten, war nur eine Fälschung? Darkrai, eine Kopie von mir in Form einer Illusion zu verwenden, um andere zu täuschen. Das ist so typisch für dich. Sonst bringst du dein wahres Selbst nicht zum Vorschein. Normalerweise agierst du im Schutz der Dunkelheit. Dass du persönlich aus dem Schatten hervorkommst, um die beiden zu beseitigen, das sieht dir überhaupt nicht ähnlich. Ihr beide hinter Cresselia. Was, wir? Korrekt, pass gut auf. Also der einzige Verantwortliche für die Ausweitung der Raumverzerrung, für die Einhüllung der Welt in einen Albtraum, das bin ich. Es ist mein Werk, meins allein. Was? Was hast du gesagt? Ihr seid herzlich dazu eingeladen, zu versuchen, mich aufzuhalten. Kommt zu mir in den Dunkelkrater. Du kommst nicht davon, Darkrai. Darkrai ist verschwunden. Du fängst mich nicht, Cresselia. Niemals. Ihr zwei, ich werde im Dunkelkrater warten. Dunkelkrater? Okay. Interessant. Interessant. Ich war früher als Kind immer sehr verwirrt, weil Zwirfins und Darkrai sich irgendwie ähnlich sehen. Und ich dachte immer, hä, ist das das gleiche Pokémon? Nein, das ist ein anderes. Es war sehr verwirrend. Inzwischen kenne ich den Unterschied, aber damals war das etwas schwieriger. Maril, Azurill, das ist toll. Du bist aus deinem Traum aufgewacht. Ja. Das waren Sie, Frau Cresselia. Vielen Dank. Und auch Herr Traumato. Ich? Vielen Dank, Herr Traumato. Herr Traumato, ich muss Ihnen auch danken. Sie sind die ganze Zeit bei Azurill geblieben, um auf ihn aufzupassen. Ganz herzlichen Dank. Och, nicht doch. Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Hey, Cresselia, was ist mit Palkia geschehen? Palkia ist in die Raumspalte untergetaucht.
Dort werde sich um die Verzerrung des Raumes kümmern. Als das Wesen, das den Raum selbst beherrscht, liegt ihm der Volk sehr am Herzen. Die Bürde dieser Aufgabe wird es hier nicht mehr so schnell erscheinen lassen. Sehr gut, beeindruckend. Das ist echt fabelhaft, wirklich fabelhaft. Wir hatten von deiner Macht, die Dunkelheit zu vertreiben, gehört, aber nur gerüchteweise. Und es hat alles gestimmt. Ich muss zugeben, das ist total fantastisch. Ich verstehe. Du hast deine Macht eingesetzt, als du in dem Albtraum von Palkia warst. Auf diese Weise hast du Palkia und uns aus dem Albtraum geholt. So ist es. Ich habe tatsächlich die Macht, Dunkelheit zu vertreiben. Sie lässt mich Albträume verjagen und Schläfer aus tiefstem Schlaf wecken. Das Wesen von Darkrai ist das Gegenteil von meinem. Es hat die Macht, die Schlafenden in Albträume zu hüllen. Balui und Miri, erinnert ihr euch, wo ihr meinen betrügerischen Nachahmer getroffen habt? Die falsche Cresselia, die ihr getroffen habt. Die Begegnung fand immer in Träumen statt, oder nicht? Das stimmt. Es stimmt. Das erste Mal war in einem Traum und später, wenn ich so darüber nachdenke, war es auch immer nur in einem Traum. Gut. Ja. Beim nächsten Aufeinandertreffen war ich in dem Albtraum von Palkia. Der falschen Cresselia, sind wir wirklich nur in Träumen begegnet. Darkrai hat die Macht, realistische Trugbilder zu erschaffen. Was Darkrai getan hat, war... Nun, es setzte seine Trugbilder ein, um euch glauben zu machen, ihr würdet mich sehen. Es war eine ausgeklügelte List, um euch zu schaden, Miri und Balui. All das geschah, um euch endgültig aus dem Weg zu räumen. Was? Um Miri und Balui von dieser Welt zu entfernen? Entfernen? Diese beiden? Es ist so schockierend genug, dass es euch loswerden wollte. Aber warum hackt Darkrai dazu so einen komplizierten Plan aus? Warum der ganze Aufwand mit einer Imitation? Wäre es nicht einfacher gewesen, den offenen Kampf mit euch zu suchen? Ich nehme an, dass es die Angst vor Miri und Balui dazu trieb. Oh, jemand hat Angst vor uns. Cool. Darkrai hatte Angst vor mir und Miri? Ja, weil Miri und Balui schon vorher einmal die Welt gerettet hatten. Damals verhinderten sie den Zusammenbruch des Zeitturms. Aber wer war es wirklich, der die Zerstörung des Zeitturms in Bewegung gesetzt hat? Jetzt wird's interessant. Wer wollte wirklich den Planeten in Lähmung versetzen? Es war kein anderer als Darkrai. Was? Darkrai steckt hinter den Schwierigkeiten beim Zeitturm. Darkrai plant, die Welt in Dunkelheit zu hüllen. Darkrai versagte bei der Zerstörung des Zeitturms. Nach seinem Scheitern wandte er seine Aufmerksamkeit der Verzerrung des Raumes zu. Wäre die Verzerrung des Raumes gewachsen, wäre auch die Macht von Darkrai, Albträume zu erschaffen, gewachsen. Es trachtete danach, alle Pokémon in einen Albtraum zu hüllen. Es war alles das Schaffen von Darkrai. Es ließ zu, dass die Verzerrung des Raumes sich ausbreitete. Darkrai hat das getan. Dehnt sich die Verzerrung des Raumes nicht wegen unserer Existenz aus? Es stimmt, dass eure Existenz Verzerrungen im Raum verursacht. Aber diese Verzerrungen sind extrem klein. Außerdem würde sich die auf euch zurückführbare Raumverzerrung nicht von selbst ausdehnen. Dann, ja, die um sich greifende Raumverzerrung hat nichts mit euch zu tun. Euch wurde die Schuld gegeben, als Anlass, euch zu entfernen. Es war alles Teil der ausgeklügelten Täuschung von Darkrai. Oh, Miri. Ich bin so froh. Wir sind keine Wesen, die nicht existieren dürfen. Wir dürfen in dieser Welt leben. Wir sind nicht unerwünscht. Ach, Balui. Ich habe keine Ahnung, was ihr durchmachen musstet, aber... Es ist einfach unmöglich für euch, Balui und Miri, in dieser Welt unerwünscht zu sein. Wenn einer von euch fortginge, Balui oder Miri, dann würde mich das traurig stimmen. Und ich denke, alle anderen in der Gilde wären auch traurig. Wir sind glücklich, dass ihr bei uns seid, Balui und Miri. Das ist Grund genug, um weiter zu existieren. Knuddeluff. Mehr noch, es geht nicht nur um Balui oder Miri. Alle hier, alle Pokémon in der Welt. Keines ihrer Leben ist bedeutungslos. Also denkt niemals wieder, dass ihr unerwünscht sein könntet. Seid fröhlich, alles klar? Oh, danke, Knuddeluff. Hey, aber was für ein unehrliches und schmutziger Fiesling Darkrai ist. Es zeigt sich niemals im Licht. Es verrichtet sein unheilvolles Werk aus den Schatten. Stellt man es, dann flieht es. So hat Darkrai schon immer gehandelt. Aber Darkrai verhält sich auf einmal so untypisch. Es hat Balui und Miri eingeladen, sich ihm entgegenzustellen. Das stimmt.
Darkrai ging mit diesen Worten. Oh, das haben wir erst gesehen. Vor 5 Sekunden ungefähr. Ja, ich weiß, dass wir einen Dunkelkrater sollen. Ich habe das auch gehört. Darkrai rief uns zum Dunkelkrater. Er sagte, es würde dort auf uns warten. Cresselia, du glaubst, dass es Balur und Mira aus einem bestimmten Grund zu sich verlangt? Glaubst du, es ist eine Falle? Ja, es ist eine Falle, ohne Zweifel. Es macht keinen Unterschied, ob Falle oder nicht. Wenn wir Darkrai nicht stoppen, verschleiert Dunkelheit bald die ganze Welt. Wir müssen etwas unternehmen. Wir gehen zum Dunkelkrater. Okay, ich respektiere eure Entscheidung. Ich werde euch begleiten. Diese Intrige von Darkrai war mir seit langem bekannt. Ich verfolge schon seit langer Zeit, um seinen Plan zu vereiteln. Aber jedes Mal, wenn ich es fast hatte, ist es mir entkommen. Diesmal wartet es auf uns. Ich möchte diese Sache ein für alle Mal klären. Ich komme auch mit. Und ich? Jawohl, ja, ich gehe auch, Donnerwetter. Ich freue mich über die Hilfe von jedem. Allerdings fürchte ich, dass Darkrai verschreckt würde, wenn zu viele von uns kämen. Das ist die seltene Gelegenheit, Darkrai in die Ecke zu drängen und seinem ruchlosen Treiben ein Ende zu machen. Bitte sei zufrieden, wenn nur die 3 gehen werden. Oh, das ist schade. Aber ich muss sagen, dass ihr recht habt. Macht euch keine Sorge, Leute. Wir werden Darkrai ganz sicher besiegen und wieder zurückkommen. Ja, ihr schafft das. Wenn es einer kann, dann ihr. Passt auf euch auf, Menschenskind. Danke euch allen. Gehen wir, Miri. Lass uns zum Dunkelkrater gehen, wo Darkrai auf uns wartet. Yay. Oder so. Nordwestlich von hier, dort liegt ein Land vulkanischen Ursprungs. Dort liegt der Dunkelkrater. Sagt mir bitte Bescheid, wenn die Reise fertig seid. Ich führe euch zum Dunkelkrater. Okay. Okay, wir gehen jetzt erstmal gucken, was es so im Laden gibt. Und Zeug kaufen und uns bereit machen. Ach. Oh, 2 Belebersamen. Das will ich nicht. Was sind denn Tarnsamen? Okay. So. Ja, das möchten wir bitte alles. Dankeschön. Nein, mehr aber nicht. Mehr wollten wir nicht, danke. Ein Erstarrer oder Stopper auf wäre schon echt cool, ne? Ach, natürlich nicht. Okay. Dann nicht. Boah, dass wir 2 Belebersamen bekommen haben, ne? So, wir nehmen jetzt... Wir tun jetzt erstmal alles Unnötige raus. Wie die Slimekost. Das Silber... Wir können jetzt erstmal alle Gummis vergeben. Das glaube ich sinnvoll. So, die ganzen Samen hier packe ich erstmal raus. Ich glaube, wir brauchen auch nicht so viele Warps. Warpsamen brauchen wir, glaube ich, auch nicht so viele. So, das packen wir erstmal raus. Gut. Dann möchte ich alle Boxen bitte noch öffnen. Oh, wir haben nur 2. Na gut. Dann öffnen wir nur 2 Boxen, okay. So, erstmal die Boxen öffnen und dann weiter gucken, ob da was ist. Ja, sind wir fertig mit Reden? Dankeschön. Oh, nur 3 Boxen haben wir. Das ist ganz schön scheiße. Belebersamen. Togekfeder, das ist super. Finsterbox. Okay, interessant. Pixie-Karte, auch unnötig. Komm schon, Belebersamen. Boeing-Karte. Nichts wirklich Hilfreiches, toll. Oder so. Dass der heute 2 Belebersamen hatte. Man muss schon manchmal Glück haben, ne? Weg und weg und weg. Das brauche ich nicht. Oh Mann, okay. Gut. Dann möchte ich jetzt Zeug mitnehmen. Wir möchten bitte einen Apfel. Ich denke, wir nehmen alle Gummis mit, die wir noch haben und verfüttern die erstmal. Verfüttern. So, Sinnebeeren. Ach, mehr kann ich nicht tragen. Okay, dann machen wir erst die Gummis und dann den Rest.
Aber ich würde sagen, das mit den Gummis mache ich gleich offscreen. Das dauert nämlich eine Weile dahin bei dem Gummisaftmixer. Und ansonsten sehen wir uns voll vorbereitet in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut und tschüss.